Es gehört ja mittlerweile auch dazu, dass Mahnwachen untereinander sich grüßen. Wir stehen ja nicht alleine hier in Deutschland, es sind über 100 Mahnwachen in Deutschland. Es gibt Mahnwachen in Österreich, in der Schweiz, in den USA, in Kanada. Und dass wir uns also gegenseitig Grüße schicken. Und heute haben wir einen Gruß erhalten von Bochum. Bochum. Hamm? Hamm ist heute, okay. Dann ist es ein Gruß aus Hamm. Wie gesagt, sind 100 Städte. Und Susan wird uns diesen Gruß jetzt heute vorlesen. Hallo alle zusammen. Hallo liebe Mahnwächter. Wir stehen nun seit einem halben Jahr jeden Montag auf der Straße und haben uns in dieser Zeit allerlei Themen angehört. Von BRD GmbH über Chemtrails bis hin zu gefälschter Geschichte. Doch wohin hat uns das nun gebracht? Kann es sein, dass wir hauptsächlich über Missstände berichten? Wir sagen andauernd, dass das falsch ist, dass dies ungesund ist und so weiter. Selten hat mal jemand gesagt, was er will und wie dies zu erreichen wäre. Wer sich aber mit der Quantenphysik beschäftigt, der weiß, dass das Spiel Sehen und Ernten heißt. Achtet auf eure Gedanken, denn sie werden eure Worte. Achtet auf eure Worte, denn sie werden eure Taten. Achtet auf eure Taten, denn sie werden euer Schicksal. Und wir wollen doch das Schicksal Frieden für alle. Dann sollten wir doch zuallererst bei unseren eigenen Gedanken anfangen. Was genau tust du für den Frieden? Bist du friedlich? Das könnte doch schon reichen, oder nicht? Doch solange wir Leute ausgrenzen, werden wir selber ausgegrenzt. Das nennt man Resonanz. Erst wenn wir verstehen, dass wir alle aus den gleichen Atomen bestehen, können wir erkennen, dass wir alle eins sind. Erst wenn wir den Schatten in uns selbst erkennen und akzeptieren, können wir auch den des anderen akzeptieren. Wenn wir es nicht schaffen, die bestehenden Differenzen aus dem Weg zu räumen, sind wir nur genauso gut wie unsere Politiker. Wir sind doch alle in erster Linie Menschen und erst wenn wir verstehen, dass all unsere Kinder unsere aller Kinder sind, dann verstehen wir, dass wir eine große Familie sind, ausnahmslos. Wir sollten endlich anfangen, aufeinander zuzugehen, anstatt uns weiter voneinander zu entfernen. Und wir sollten damit anfangen, zu formulieren, was wir wollen, um dann die Schnittstellen gemeinsam zu suchen und zu finden. Wir wollen Frieden für alle. Wir wollen Gleichheit für alle. Wir wollen, dass jeder Mensch das bekommt, was er zum Leben benötigt. Wir aus Hamm wünschen euch allen einen wunderschönen und mit Liebe erfüllten Montag.